Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft Commands. Ja, ihr habt richtig gehört, eine neue Folge der Minecraft Commands. Ich habe ihn schon den ganzen Monat, das ist ja, dass es als Folge kam. Einfach daran, dass ich so auf Commands hochgeladen wurde, habe ich ein bisschen Zeit gelassen, mit dem Make und alles ein paar coole Commands zu erstellen und dann stelle ich sie vor. Das wäre jede Woche. Sonst Commands gibt es gut. Ich habe euch eine Command ausgesucht und zwar eine Command aus dem GIF in meinem Minecraft Blog. Ein Wörter mit Command nehmen hier. Wir bringen Command mal rein. Wir können jetzt nämlich auf Always Active, dann wird er ohne Wörter Block gebaut oder machen wir den Redstone von Redstone Block. Und wir können hier gepowert. Und so ist das Mortin T. In der Version 1.10 sogar. Jetzt hier. Nee. Vom Red Engineer. Warte. So. Item. Drop on Ground, 5-mal TNT und ein Gravel. Mal drücken. Stack eben mal nehmen. Ein Gravel. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Gravel. Und das gewinnt eine schöne TNT. Was macht gut Welt? Ja, von Vollzeit. Das wird mal anzünden jetzt. Und jetzt kommt wir so ein Kiesberg und das explodiert dann. Wenn ich den Effekt hier web und dann runter und dann explodiert jetzt. Immer bei ihm Command. Und jo, das ist eine Fläche. Dann als nächstes. Ein TNT und 4 Gunpowder. Ein Gunpowder. So. So, das Powered TNT. Mein hier hin. So, finden. Hallo. Das ist halt ein bisschen, ne? Ja, na, danke. Ich wurde das TNT wohl zu so einem Fireball gemacht. Und das ist dann mit Feuer explodiert und dann weg jetzt. Aber ja, dann ist es ein bisschen kleiner als das hier, aber dafür brennt es auch und ich kann auch zum Beispiel ein Haus anzünden. Wollte das passen. Ist ganz nice. Dann 8 TNT. So. Nehmen wir ein Infinite TNT. Was ich anzünden dann. Das hier. Das muss ich rum. So, wie muss ich explodieren? Ich hüpfe ganz mal rum so. Vielleicht wird mir explodieren. Aber wir können das nicht entfernen, wenn wir einfach Wasser mal draufschmeißen. Wird das weg. Schön. Dann als nächstes, ein TNT und ein Arrow. Ja, mein Robin Hood TNT. Und dieses TNT, ich vergesse es immer wieder. Beide. TNT natürlich. Diesen TNT, der hat ganz viele Pfeile gespawnt, also sollte ich mir ein bisschen länger das auch nicht holen. Na komm schon. Danke. Da werde ich diesen schönen Effekt jetzt hier. Wo ganz viele Pfeile gespawnt werden, hier so von Mutter aus. Wie so ein Kreuz, so gibt schon das. Sieht noch richtig was aus.
ist ganz nice. Bin ja auch hier so weiter, hier ist es richtig, richtig cool aus. Und es ist Robin Hood TNT. Als letztes TNT, ein TNT und ein Patron Torch. So. Gehen wir in Inverted TNT raus. Ihr seid jetzt hier einfach am Anzünden und jetzt passiert was, was ihr nicht gerettet habt. Jetzt hat immer noch ein bisschen Probleme, ich kann jetzt auch hier. Oder er schlägt mich angreifen. Soll nicht passieren. Eigentlich sollte das nicht passieren. Was sieht denn echt cool aus hier? So. Das ist komisch. Ich hatte jetzt irgendwie so ein dieses Loch hier einfach in die Deck einfach nach oben gehen und ganz viel Erde und Erdhaus an. Da weiß ich nicht. Aber egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann habt ihr eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen.